Homebase Travels, herzlich willkommen zu unserem Training, zu unserem letzten Training. Heute möchte ich dir eine Übung zeigen zum Ende, eine Übung, die eigentlich am Anfang stehen sollte. Aber für echte Rebellen ist jedes Ende immer auch gleichzeitig ein Anfang. Für die Übung brauchst du einen Sessel oder du sitzt am Boden und ein Küchenmesser. Setz dich entspannt am Boden hin, du kannst dich gerne auch auf den Sofa oder deinen Sessel setzen und leg dir ein Küchenmesser, in ein Küchenmesser, zur Seite. So, gemütlich. Richte dich auf, entspanne die Schultern, schließe die Augen, schau zu, wie dein Atem kommt und wieder geht. Atme Lebenskraft ein und Verdruss aus. Und stell dir dann vor, alles, was du heute noch beginnst, wird dir auch gelingen. Was würdest du am liebsten tun? Was würde sich gut anfühlen? Du machst das, was dir am meisten Freude bereitet, ohne Angst vorm Scheitern, ohne Furcht. Lass es zu, dass dieses angenehme Gefühl sich in deinem ganzen Körper ausbreitet, dich erfüllt mit Freude. Und dann ergreife mit einer eleganten, anmutigen Bewegung das bereitgelegte Küchenmesser, setze es dir mit der Spitze unterhalb des Nabels an den Bauch, ca. 3 Finger, greife es mit beiden Händen fest, atme Freude ein, atme aus und dann ramme dir dieses Messer mit voller Kraft in den Bauch, drehe es einmal nach links, einmal nach rechts und stoß noch tiefer rein. Dann mach die Augen auf. Jetzt bist du sicherlich erschrocken und plötzlich hellwach. Was soll das hier sein? Eine Anleitung zum Selbstmord? Ein Skandal! Verboten gehört das! Aber was heißt denn eine Übung? Bei aller Liebe. Du wirst einmal sterben. So viel steht fest. Du weißt es, ich weiß es, jeder weiß es. Und trotzdem tun wir so, als gäbe es das nicht. Eine ganze Schönheitsjugend, Fitnessbranche lebt von diesem ständigen Davonlaufen, von dem Jugendkult, von dem Verdrängen der eigenen Sterblichkeit, der eigenen Vergänglichkeit. Manche laufen und zeigen wirklich Durchhaltevermögen, laufen ihr ganzes Leben lang und verschieben das Leben dann immer ein Stückchen weiter nach hinten. Na, jetzt beiße ich durch, aber nach der Schule werde ich meine Träume leben. Nein, nach der Ausbildung. Ah, dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Irgendwann. Sie laufen sehr lange. So lange, bis die Zukunft stehen bleibt und sich umdreht. In der letzten Stunde. So lange solltest du nicht warten. Leg das Messer lieber zur Seite. Und hör auf, dir das Messer der Fremdbestimmung, der Selbstaufgabe und der scheinbaren Ohnmacht Tag für Tag in den Bauch zu rammen. Mach dir bewusst, wie kurz dein Leben ist. Mach dir deine eigene Vergänglichkeit immer wieder bewusst. Das schafft Freude. Das schafft echte Lebensfreude. In dem Moment, wo dir bewusst wird, dass du nach einem Wimpernschlag einer Sekunde gar nicht mehr bist, bekommt jeder Moment, jeder Augenblick ganz eine andere Qualität. Du schmeckst, riechst, hörst, lebst mit voller Kraft, mit voller Hingabe. Ob es ein Leben nach dem Tod gibt, weiß ich nicht. Noch nicht. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Es gibt ein Leben vor dem Tod.
hoch sollst du leben. Danke. Jetzt hol ich mal Schokokuchen oder zwei.